Stell dir vor. 15 Fantasiereisen für Herbst und Winter. Von Anne-Kathrin Müller. Gesprochen und angeleitet von Charlotte Welling und Philipp Scheppmann. Eine Produktion des... Stell dir vor, der Herbst ist da. Mach es dir in der Rückenlage bequem und schließe deine Augen. Fühle deinen Körper und höre deinen Atem. Du brauchst dich dabei kein bisschen anzustrengen. Dein Körper darf sich ganz locker und schwer anfühlen. So, als würdest du einen tiefen Abdruck im Boden hinterlassen wollen. Dein Atem darf ganz ruhig und leise durch den Körper fließen, als würde ein leichter Wind durch dich hindurch wehen. Ein und aus. Ein und aus. Mit geschlossenen Augen stell dir nun vor, die tiefstehende Sonne strahlt vom Himmel und taucht die Welt in warmes, goldenes Licht. Buntes Laub bedeckt den Boden. Die Luft riecht erdig und würzig. Der Herbstwind weht warm, aber kraftvoll und lässt die Blätter durch die Luft wirbeln. Auf einer großen Wiese lassen viele Menschen ihre Drachen steigen. Du hast einen schönen roten Drachen dabei. Leg ihn in die Startposition auf die Wiese. Die Spule für die Schnur hältst du fest in der Hand. Geh dann mit großen Schritten weg von deinem Drachen und roll dabei einen Teil der Schnur lang auf dem Boden aus. Dreh dich wieder zu deinem Drachen um. Halte die Spule gut fest und warte auf den nächsten Windstoß. Die lange Schnur strafft sich. Du fühlst das Ziehen der Spule in den Händen. Und dann schwebt dein Drachen in einem langgezogenen Bogen hoch hinauf in die Lüfte. Was dein Drachen von dort oben wohl alles sehen kann? In deiner Fantasie ist alles möglich. Befestige die Spule mit einem schweren Stein am Boden und klettere die Drachenschnur entlang in den Himmel hinauf. Klettere ohne Anstrengung, als würdest du an der Schnur entlang nach oben schweben. Oben erwartet dich dein Drachen. Zusammen genießt ihr die fantastische Aussicht. Rutsche nun an der langen Drachenschnur wieder zum Boden hinunter. Unten angekommen, nimm die Spule in die Hand, rolle die Schnur auf und hole so auch deinen Drachen wieder vom Himmel zur Erde zurück. Fühle deinen Körper und höre deinen Atem. Bewege ganz sachte deine Finger und Hände. Bewege ganz sachte deine Zehen und Füße. Bewege deinen Mund und deine Nase. Öffne deine Augen. Fühlt sich dein Körper anders an als vorher? Magst du den Herbst? Stell dir vor, du bist eine Farbe.